Es ist so kalt. Ich muss erstmal einen Schluck trinken. So. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen auf meinen Kanal. Wie ihr bestimmt schon alle mitbekommen habt, ist bei Rossmann eine neue Collection rausgekommen. Eine Kollektion von Reval Love Me. Und zwar die Glitter Around Me. Ihr wisst ja, mein Englisch ist nicht so gut. Auf jeden Fall eine Glitter Edition. Ich habe jetzt mal 4, 5, 6 Teile geholt. Ich glaube, bis auf eine Sache habe ich nicht mitgenommen. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, bis auf eine Sache habe ich nicht mitgenommen. Auf jeden Fall haben wir hier den Highlighter. Den Highlighter habe ich mal mitgenommen. Wir werden uns heute mal nur angucken, was es so gibt. Wir werden im separaten Video werden wir die schminken. Wie gesagt, ich habe hier heute ist Sonntag und ich habe morgen auch noch frei. Ich werde auf jeden Fall morgen das Video drehen. Und mit der Lauf der Woche wird das Video noch erscheinen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sieht das so aus, das bisschen schwarz, Glitzer, ne? Fühlt sich auch so an. Oh, das sieht auch toll aus. Der sieht toll aus. Mir fällt gerade auf. Den können wir direkt mal testen im Innenwinkel. Da habe ich nämlich heute vergessen, Highlighter drauf zu machen. Ich gucke mal, ob ich hier was finde. Ich nehme mal so einen Lippenpinsel. Lippenpinsel. Oh ja. Das oh, der ist ganz anders wie sonst die ganzen Highlighter. Ja, wie dieses Auge verschluckt immer alles an Farbe, ich weiß nicht. Kommt noch mehr? Noch mehr. Aber ja. Ich glaube, wir werden noch direkt den mal auf die Wangen drauf machen. Ich guck mal. Ja, ich nehme den. Nehmen wir mal volle Kanal. Und wer ist da mit Glitzer mit drin? Wir werden dann auch mal so Glitzerpartikel. Oh. Oh ja. Egal, wir hauen, da wird alles mal drauf hier. Egal, dann eher so wie ein kleiner Weihnachtsbaum. Oh, der ist samtweich. Fühlt er sich an, wenn man den, wenn man so rüber geht. Boah, wie Samt. Okay. Schaut mal. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Doch, das gefällt mir gut. Der ist samtweich. Ist Brücke den ganzen Tag hier so rum. Ganz zart, weich ist der. Der hat, wie gesagt, so ein bisschen leichten Glitzer mit drin. Gut, ich habe jetzt ein bisschen die ganze Backe gemacht, aber ist egal. So, dann war drinne ein Pinsel, also in der Limited Edition kann man einen Pinsel, Lidschattenpinsel. Wir werden den mal auspacken. Auspacken. Ja. Irgendwie will das nicht. Wie gesagt, ich habe da noch gar nicht reingeguckt. Mal gucken, nehmen wir wieder meine gute Augenbrauenschere. So. Ganz schön kalt draußen geworden, ne? Es ist ziemlich frisch. Ja, das ist so ein flach gewundener Pinsel, würde ich sagen, ne? Ja, nicht schlecht. Schauen wir mal, wie sehr sich so anfühlt er sich. Auch gut. Hier ist irgendwie was Klebriges dran. Ich weiß nicht, warum die den noch extra angeklebt haben auf der Pappe. Na ja, gut. Dann haben wir einen Eyeliner in Gold. Gold oder Champagnerfarben. Wir werden den mal. Bitte mal. Ja, Gold. Ne? Den werden wir dann auch testen. Im Schminkvideo. Oh, das sieht gut aus. Wenn der so aussieht, wie der hier aussieht, dann sieht das bestimmt schön aus.
Okay, dann haben wir noch eine Glitter-Mascara. Da werden wir mal sehen. Ich habe nämlich schon ein Unboxing gesehen, wo jemand das aufgetragen hat, wo nicht viel zu sehen war. Aber ich habe eine Mascara, die nicht schwarz ist. Da werden wir das mal austesten. Auf jeden Fall sieht die halt so aus. Soll Glitzer sein. Ich mache das einfach mal hier. Okay. Sieht man jetzt nicht viel. Auf jeden Fall sind da so Schimmerpartikel mit drin. Grün, gelb und so. Ist nicht direkt weißer Schimmer. Glitzert das in allen Richtungen. Ja, das werden wir mal ausprobieren, ob das was bringt. Aber wie gesagt, ich habe einen anderen Mascara da. Ich weiß nicht, von welcher Firma. Auf jeden Fall werde ich den raussuchen. Und dann werden wir das testen auf jeden Fall. Ich denke mal nicht auf schwarz. Wir werden schwarz werden wir testen und den anderen werden wir testen. Weil wenn nicht jeder wird diesen Mascara zu Hause haben. Schauen wir mal. So, und dann haben wir noch dieses hier. Das ist ein Lipgloss mit Glitter. Jetzt habe ich natürlich Lippenstift drauf, aber wie gesagt, wir testen das im separaten Schminkvideo alles. Einmal, ich packe das nur einmal schon mal aus. Und ja, das ist dann so. Ein Lipgloss ist das. Ein Lippenbase, ne? Lippenbase. Die sieht dann so aus. Und dann so ein Pulver. Wir packen das schon mal aus. Ich bin nur gespannt, ob das wirklich sich verschmilzt mit den Lippen. Das testen wir auf jeden Fall. Mal gespannt, ob das wirklich so wird, wie es sein sollte. So. Dann haben wir natürlich, ist in dieser Limited Edition, ist eine Eyeshadow-Palette drin. Die sieht so aus, von außen und von innen, schön. Damit kann man sehr viele verschiedene Looks schminken. Und wir werden mal gucken, wenn ich das Schminkvideo mache, ob ich jeweils ein Auge schminke oder ein komplettes mit abmache. Schauen wir mal, wie wir das umsetzen. Ich denke mal, wir werden zwei verschiedene Looks schminken, jeweils ein Auge dann, ja. Das finde ich nicht schlecht, sieht gut aus. Die Palette sieht auf jeden Fall gut aus. Ich werde mal eben, dieses interessiert mich, okay? Das ist so gelartig, ja, nicht so pastig. Okay, ja, das wird schwierig. Seht ihr das? Das war so gelartig. So, ja. So wie Butter. Schauen wir mal, wie wir das auf ein Auge kriegen. Ja. Ach komm, ich zwatsche noch eine mit Glimmer. Und diese Braunton. Machen wir mal. So, kann man jetzt nicht viel sehen, ne? Oh, das war falsche Finger. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Ja, dann schauen wir mal. Ach komm, wir machen noch eine, wo wir gerade dabei sind. Aber ich werde euch das im anderen Video nochmal richtig zeigen. Und diesen Rotton. Ich muss mal gucken. Ja, doch kräftig sind die Farben. Doch schön. Doch Pigment ist auf jeden Fall da. Auf die Schimmerfarben auf jeden Fall. Komm, ich guck mal eben noch eine Mattenton. Dann haben wir gleich alle schon durchgezwatscht. Okay. Ja, schauen wir mal. Da, ob wir da was Schönes mit zaubern können. Ich denke schon, dass wir da was Schönes mit zaubern können. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, muss ich echt sagen. Aber wie gesagt, wir schauen mal, was wir an dem Tag dann so zaubern. So, das war's schon. Ich denke, ich hatte alles mitgenommen. Ich weiß, es war nicht hundertprozentig, ob ich alles erwischt habe an dem Tag. Ich glaube, da war noch irgendwas. Ich weiß nur nicht mehr, was. Irgendwas war da noch, aber ich weiß nicht, was.
Kann auch sein, dass ich woanders vorstelle, keine Ahnung. So, das war's schon. Das war die kleine, der kleine Haul von Rebelle Love Me, das was die Level Limited Edition. Ja. Wie gesagt, mehr kann ich jetzt erstmal nichts sagen. Wir werden auf jeden Fall das zusammen schminken und ein Schminkvideo machen, so schnell wie möglich. Ich denke mal, das wird die Laufe der Woche hochgeladen, fertig sein. Wie gesagt, ich habe ja morgen frei. Und da werde ich mir Zeit nehmen für euch und das Video fertig machen. Ja, das war's schon. Denkt daran, bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir sehen uns, eure Tanja. Ach so, was ganz wichtig ist, vergesst nicht das Däumchen nach oben, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und vergesst nicht, ein Abo da zu lassen, dass ihr mein nächstes Video nicht vergisst, verpasst und so. Ja, so, jetzt nochmal, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und wir sehen uns, eure Tanja. Ciao.